Westfälischer Lauchkartoffeltopf. Mit Buttermilch. Rheinischer dicke Brunnentopf. Mit Bratwurst. Kölsche Blutwurst. In der Kartoffelrosette. Und dann machen wir natürlich noch was Süßes. Apfelstreusel. Und ganz zum Schluss gibt's noch Zizis. Und wenn Sie auch nicht wissen, was das ist, dann bleiben Sie dran. Also da komme ich doch gleich mit dem Kochtopf. Wir machen nämlich einen Eintopf oder eine dicke Suppe aus Kartoffeln mit Lauch und mit ein bisschen Speck. Den habe ich hier in Scheiben schneiden lassen und schneide diese jetzt längs in Streifen, damit ich den Speck würfeln kann. Und die kommen als allererstes in den Topf und werden ein bisschen knusprig gebraten. Ja, ich habe jetzt Kartoffeln dafür gewürfelt. Jetzt kommt der Speck in den Topf und damit Sie ein bisschen was bekommen, in dem Sie garen können, gebe ich einfach ein Schüsschen Öl dazu. Sie können natürlich auch Butter oder Schmalz nehmen, was Sie eben gerade zum Kochen am liebsten verwenden. Schau mal, wie das ist. Ach, das duftet, wenn der Speck hier anröstet. Und dann kannst du nämlich gleich, warte mal, wenn du füllst, dann komme ich nämlich gleich mit den Zwiebeln. Erst die Zwiebeln, dann den Knoblauch, weil der Knoblauch leicht verbrennt. Außerdem ist er feiner geschnitten. Der ist aber noch mehr. Ja, ich seh's, ich seh's. Achtung. Und die dürfen auch ruhig noch ein bisschen zusammen mit dem Speck dünsten, damit sie schon mal eine Weichheit bekommen, bevor die Kartoffeln dazukommen. Und was auch noch immer gleich wichtig ist, wenn man sowas ansetzt, sofort salzen. Je früher Sie salzen, desto weniger brauchen Sie am Ende, weil das Salz besser eindringen kann. Nur mehr Zeit hat. Ja, ein bisschen Pfeffer schadet auch nicht. So, dann gebe ich auch gleich schon mal ein bisschen Lorbeer dazu. Das sind kleine Blätter, nämlich zwei. Und komme mit dem Knoblauch. Du darfst rühren. Ja, das schlägt mich nicht in die Augen. Ich träne schon. Und dann kommen die Kartoffeln. Und da müssen wir natürlich noch mal salzen. Man glaubt ja immer gar nicht, wie viel Salz Kartoffeln schlucken. Ja. Und wenn man das am Anfang reintut, dann lohnt sich das, weil sie tatsächlich dann durchdrungen werden davon. Jetzt brauchen wir aber langsam auch eine Flüssigkeit. Ja, ich hole gleich mal ein bisschen Wasser. Weil zunächst, du kriegst erst das Salz, bekommt Wasser in den Topf, damit die Kartoffeln in Wasser erstmal garen. So. Und es muss ja nicht viel Wasser sein. Das soll jetzt nicht bedeckt sein, sondern Wasser kocht auf, entsteht Dampf und auch in diesem Dampf garen die Kartoffeln. Deckel drauf und jetzt auf jeden Fall mal 10, 15 Minuten gar kochen. Und in der Zwischenzeit können wir uns mit dem Lauch beschäftigen, der dem Gericht ja auch seinen Namen gab. Und dann schlitzen wir das auf und sehen, hier ist ganz viel Dreck dazwischen. Erde ist kein Dreck, natürlich. Aber essen wollen wir es natürlich nicht. Deswegen schön ausspülen, ganz gründlich. Und dann wird es in fingerbreite Streifen geschnitten. Und ich kümmere mich inzwischen um die Würze und habe hier Piment und Wacholderbeeren, jeweils einen Teelöffel oder Kaffeelöffel voll und einen gehäuften Kaffeelöffel voll gerebelten Majoran. Und die werden jetzt zerquetscht. So, ich kann inzwischen schon mal schauen, wie es den Kartoffeln geht. Die sehen gut aus. Wie gesagt, nach der halben Garzeit kommen jetzt die Lauchstücke. Danke. Die Lauchstücke dazu. Wenn man das von Anfang an dazu gegeben hätte, dann finde ich den Lauch zu weich. Der sollte schon auch noch so ein bisschen seinen Charakter behalten. Ja, einen kleinen Biss haben. Kleines bisschen Salz obendrauf. Ja, mach mal hier nochmal her. Noch. Wenn man es jetzt noch erlauben kann. Weil mit ein bisschen Salz ist das Vermahlen der Gewürze doch noch einfacher. Hast du den Majoran auch schon dabei? Ja. Das geben wir nämlich jetzt alles hier in den Suppentopf. Duftet gut. Ja, und jetzt machen wir einen Deckel drauf, vielleicht noch mal einen kleinen Tropfen Wasser. Aber der Lauch gibt jetzt seine eigene Feuchtigkeit ab. Und nun noch mal 10 Minuten leise vor sich hin dünsten. Und dann kommt erst die Buttermilch ins Spiel. Jetzt müssten die Kartoffeln so weit sein, dass wir mit der Buttermilch kommen können. Ja, gut schütteln, bevor man die Box aufmacht. Sieht schon mal sehr gut aus, finde ich.
Habe ich sehr gern. Buttermilch ist ein sehr schönes, unterschätztes Getränk. So, und jetzt gießt man erstmal so viel rein, dass man das Gefühl hat, jetzt hat der Eintopf die richtige Konsistenz. Und das kann man dann nachher auch ein bisschen regulieren, weil jetzt soll es ruhig noch ein paar Minuten, so 2 bis 3, ein bisschen einkochen. Und du hast ja gerade schon gesagt, die Buttermilch ist ein gutes Getränk dazu. Die werden wir also auch dazu reichen. Dann können wir nämlich schon servieren. Ich komme mal mit meinem Topf hier rüber und hole mir eine Kelle. Und dann geben wir das in einen Topf. Ach, weißt du was? Wir wollten noch ein bisschen Fleisch dazu tun. Und zwar nämlich Fleischwurst. Man kann es natürlich einfach so servieren. Das ist ja Speck drin, das ist alles gut. Und wer gar kein Fleisch essen will, der brät die ganzen Geschichten vorher nicht mit Speck, sondern mit Butter oder Olivenöl an. Aber um den Eintopf noch ein bisschen reicher zu machen, kann man jetzt einfach noch kleine Würfelchen von Fleischwurst dazu tun. Dann rühr du das mal hier rein und ich hole das Senfstöpfchen. Also Fleischwurst, Jagdwurst, Schinkenwurst, Leberkäse könnte es auch sein. Und natürlich auch Seitenwürstchen oder Wiener. So, hier kriegst du auch dein Senftöpfchen, bitte sehr. Und wir können anrichten. Ja. So. Das hole ich mir mal lieber her, sonst kleckere ich wieder mal alles voll. Also die Flüssigkeit des Eintopfs, die regulieren Sie einfach mit der Menge der Buttermilch. Und dann kommt noch Schnittlauch oben drauf. Und dann können Sie anfangen. Das schmeckt einfach köstlich. So, gegen den Durst trinken wir ja sowieso immer Wasser. Ja, sowieso, das ist ja klar. Wein gegen den Durst ist ja ein ganz ungeeignetes Getränk. Und dann kann ich nur empfehlen, kochen Sie es nach. Ich würde ja wahnsinnig gerne schon probieren. Ja, dann tu doch. Hier kriegst du einen Löffel. So einen schönen. Ja. Also das ist natürlich schon... Ich finde auch, das ist so einfach und so schnell. Das ist schnell gemacht, das kostet nicht viel Geld und es ist wirklich köstlich. So muss es sein. 1a. Gut. Jetzt kommt der rheinische dicke Bohneneintopf. Das hier sind dicke Bohnen, also die ausgelösten Kerne. Das sind kleine dicke Bohnen, winzige dicke Bohnen. Ja, ist toll. So mag ich sie eigentlich am allerliebsten. Und so kann man sie eigentlich frisch kaum kaufen. Die sind tiefgekühlt, wie man sieht. Mhm. Und diese ledrige Haut, die ich sonst immer wegmachen würde, hier, die dann den schönen, zarten Bohnenkern freigibt. Der Bohnenkern, der immer auseinanderfällt. Und das ist die Haut. Und die ist überhaupt nicht ledrig. Also die kann man ruhig dran lassen. Aber nur in dem Fall, sonst wenn sie groß sind, einfach kurz blanchieren, abschrecken und dann einfach rausschnippen. Das geht dann ganz einfach. Wir fangen also an mit den Bratwürsten, die nämlich erstmal Geschmack geben sollen. Ein Löffelchen Öl in dem Topf. Und jetzt haben wir hier diese Bratwürste, wie wir sie hier haben. Im Rheinland sind sie kurz und dick. Aber das ist egal, die Form ist nicht weiter wichtig. Wir holen ja das Brät raus. Da kommt es nur darauf an, dass es roh ist. Das kann fein sein oder grob. Also wir finden grob besser. Und wie gesagt, man streift es einfach aus der Haut raus und formt dabei so kleine Bällchen. Und als allererstes in wenig Öl ein bisschen anbraten. Und dann heben wir sie nämlich wieder raus, denn wenn wir sie jetzt drin lassen würden, mit dem ganzen Gemüse, was da noch dazu kommt, das täte ihnen nicht gut. Dann kochen sie viel zu lang, dann würden sie hart und das wollen wir ja nicht haben. So, rüttel mal am Topf. Jawohl. Und jetzt festgebacken. Ja, die lösen sich aber dann freiwillig. Ich habe hier Kartoffeln geschnitten, Zwiebel geschnitten und dann hier ein bisschen Chili. Das ist ein milder Chili oder ein scharfer Paprika. Das ist egal, wie man das bezeichnet. Und dann haben wir dann noch Schnittlauch. Und dann hast du ja vorher Knoblauch schon geschnitten. Ja. Und ich habe Sellerie gewürfelt. Ich habe jetzt hier die Möhre. Und ich nehme einfach. Ich habe die ja vorher schon gelöst. Ich nehme die Möhre und schneide sie auf der Aufschnittmaschine erstmal in dicke Scheiben. Dann tue ich mich leichter mit Würfeln. Ich versuche jetzt, die so umzudrehen, dass sie rundum angebraten werden. Denn das Gebratene schmeckt ja bei der Bratwurst am besten. Das ist auch schon wieder köstlich. Wenn so eine Bratwurst angebraten wird, dann läuft ein gleiches Wasser im Mund zusammen. Aber jetzt kannst du es rausfinden. Ich finde, das ist jetzt groß genug. Kartoffeln sind auch schon gewürfelt. Die Kartoffeln sind ein bisschen größer gewürfelt. Weil die sollen als erstes rein, dann die Kartoffeln und dann kommt das andere Wurzelwerk.
Und jetzt könnten wir natürlich den Knoblauch, den ich vorhin zu viel geschnitten habe, könnten wir auch noch dazu. Habe ich ja schon gesagt, dass wir den nehmen. Ja, wunderbar. Den ja. Wir schneiden müssen noch. Den so, geben wir das dazu. Kommt auch gleich dazu. Dann kommt auch gleich ein bisschen Salz. Wie gesagt, die Kartoffeln brauchen so viel. Dann kommen die Möhren und der Sellerie dazu. Jetzt brauchen wir aber ein ganz kleines bisschen Wasser und eine Brühe. Also natürlich könnt ihr eine Brühe nehmen, aber ich finde, dass man das ruhig mit Wasser ablöscht und auch mit Wasser erstmal weich kocht. Ich löse jetzt aber gleich den Bratensatz hier vom Topfboden. Und ruhig auch ein bisschen Pfeffer dazu. Jetzt sieht man hier, wie der Bratensatz das alles schon braun färbt. Mhm. So, da passiert dann nichts mehr. Und dann brauchen wir einen Deckel. Und dann lassen wir das nämlich erstmal wieder eine Weile kochen, also ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, damit dieses Gemüse schön weich ist. Die wollen mit der Hitze auch wieder runtergehen, damit es nicht sprudelnd kocht. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob das Gemüse weich ist. Das sieht gut aus. Und jetzt stellt sich auch heraus, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Brühe brauchen. Und die Bohnen die natürlich. Bohnen kommen jetzt rein. Genau, jetzt kommen die dicken Bohnenkerne rein. Die kleinen und, dicken Bohnen. Ja, da, sie heißen halt so. Ja. Aber sie heißen auch Puffbohnen oder also sie heißen Ackerbohnen. Ackerbohnen, Pferdebohnen. Goethe hat sie geliebt, er hat sie in Italien kennengelernt und er hat sie Puffbohnen genannt. Und jetzt kommen natürlich auch wieder unsere schönen Bratwurstkügelchen rein. Und nun wird mit der Flüssigkeit so reguliert, wie man es gerne hat. Ich würde es jetzt noch mal ein bisschen kochen und noch ein bisschen verdampfen lassen und vor allen Dingen das so ein bisschen mischen. Okay, dann können wir servieren. Und da soll einer sagen, das sei nicht gut. Als Beilage genügt ein bisschen kräftiges Bauernbrot. Aber ich will dir noch ein bisschen was anderes hier drauf tun. Mhm. Dieses tut den Bratwurst. Das ist eine glänzende Idee, weil das passt natürlich hervorragend zu der Bratwurst und überhaupt auch zum Gemüse. Mhm. Schade, dass wir kein Geruchsfernsehen haben. Dieser Meerrettich duftet, das ist unglaublich. So, das passt doch jetzt hervorragend zu unseren Wurstknödelchen. Und jetzt probieren wir. Okay. Schnell, kostet nicht viel und macht Spaß. So. Oh, das ist gut, dass du kommst. Soll ich sie gleich warm machen? Ja, ich habe die ersten Kartoffeln schon in Scheiben gehobelt und den Rest macht Moritz. Denn ich fange schon mal an mit den Kartoffelscheiben, die in der Pfanne zu einer Rosette gelegt werden sollen. Das ist jetzt nicht gerade schnelle Küche, das leuchtet mir schon ein. Aber wenn man mal das angefangen hat, dann geht das ganz schnell. Und es ist wirklich so ein köstliches Essen, dass man sich ein bisschen Zeit ruhig schenken kann. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass die Scheiben frisch gehobelt werden und auf keinen Fall im Wasser liegen bleiben, wo sie vielleicht ihre schöne, helle Farbe behalten, aber leider auch ihre Stärke abgeben. Die sorgt nämlich dafür, dass die Rosette nachher auch zusammenhält, selbst wenn wir sie stürzen. Das zeige ich gleich, wie das geht. Das hört sich schwieriger an, als es ist. Klingt bestürzend. Also ich würde sagen, wenn wir sie wenden. So, und die Hitze muss man so einteilen, dass es nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel ist. Und die Scheiben, wie gesagt, gleich dick. So, so was brauchst du noch? Jetzt brauche ich ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und Majoran. So. Jetzt haben wir doch schon ein sehr schönes Bild. Und so muss man dafür sorgen, dass die Kartoffeln ganz langsam backen, damit sie gar werden. Das ist ja entscheidend, weil rohe Kartoffel ist ja was ganz Scheußliches. Und die sollen gar werden und nicht zu dunkel dabei. Deswegen also sanfte Hitze und behutsam backen. Hier sieht man nämlich schon, wie das zusammenhaftet. Ne? Wenn man hier so dreht, die greifen ineinander. Jetzt kommt also die Blutwurst oben drauf. Und die legen wir so aus, auch so übereinandergreifend. Aber außenrum muss mindestens ein fingerbreiter Rand bleiben. Denn wenn ich jetzt den Deckel drauflege, dann muss außenrum am Rand müssen die Kartoffeln aneinander haften. Sonst fällt uns alles auseinander. So, ich habe hier einen frischen Majoran und der schmeckt hervorragend. Und wer keinen hat, der nimmt einfach einen getrockneten Majoran, der ist ja auch gut. Manche behaupten ja, dass der getrocknete Majoran
noch besser schmeckt als oder ein stärkeres Aroma hat als der frische. Ja, das ist ja wie mit den getrockneten Pilzen. Getrocknete Steinpilze haben ein intensiveres Aroma als frische. So, jetzt kommt nämlich oben drauf. Du kriegst noch ein bisschen. Und jetzt legen wir hier oben drauf die obere Schicht von Kartoffeln. Und wie gesagt, darauf achten, dass sie mit den unteren Kartoffeln hier außenrum schön beieinander bleiben. Jetzt hört man es von unten schon schön knacken. Ja, und auch jetzt kommt noch mal hier ein bisschen Dings drauf, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und jetzt werden Sie sich fragen, oh, das kriege ich ja nie umgedreht. Doch, das kriegt man umgedreht. Und zwar zeige ich Ihnen, wie. Ich nehme nämlich den Boden von so einer Springform. Ne? Den lege ich hier drauf. So, muss natürlich auch passen. Und jetzt macht man einfach zack. So. Und dann sieht es schon mal sehr gut aus. Kommt da noch ein bisschen, ganz kleines bisschen Öl hier rein. Und dann schubsen wir das einfach hier wieder rein. Fertig. Super. Das ist doch wunderbar. Und dann, wenn es ein bisschen verrutscht ist, macht es auch nichts. Einfach wieder zurechtschubsen und dann langsam backen, damit natürlich auch auf der anderen Seite die Kartoffeln nicht nur knusprig, sondern auch gar werden. Und die Blutwurst fast ein bisschen anschmilzt. Ja, das muss sein. Das werden wir dann sehen beim Anschneiden. Und jetzt machen wir noch einen Salat dazu. Ja. Und dann wird das einfach auf ein Brett geschubst, also nochmal gestürzt. Auf ein Brett gegeben, weil dann kann man es nämlich schön in Stücke schneiden. Und das geht am besten so. Und dann machen wir lieber ein größeres Stück, damit es auch richtig schon mal eine Portion ist. So, jetzt kann man das auf den Teller heben. Und dazu natürlich den Salat. Da braucht man unbedingt einen Salat und den habe ich jetzt ganz einfach mit einer Vinaigrette aus Senf, Essig, Öl, Pfeffer, Salz und ganz viel Zwiebeln gemacht. Denn kann man sich Blutwurst ohne Zwiebel vorstellen? Und dazu kommt natürlich für den Hausherrn Senf, weil ohne Senf geht bei ihm ja fast nichts. Fast nichts, nein. Aber so ein bisschen von den Zwiebeln, diese Zwiebeln, die sind ganz wichtig. Okay, und du kriegst natürlich Bier und ich trinke einfach ein Glas Wasser. Ja. Sich diese Nachspeise, nämlich ein Apfelgratin. Die Zutaten dafür haben Sie sowieso im Haus, nämlich Äpfel. Ich habe hier Junagold und Golden Delicious. Sie können da jede Sorte für nehmen, die ein bisschen fest ist. Also die, fast alle Sorten, die heute im Handel sind, müssen ja knackig und festfleischig sein. Die alten Sorten, die weniger festfleischig sind, wie Boskop, haben es da ja eher schwer. So, ich habe hier 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 50 Gramm Mehl und 50 Gramm geriebene Mandeln. Sie können auch Walnüsse, Haselnüsse, was auch immer Sie an Nüssen im Haus haben. Und daraus machen Sie rasch, indem Sie das zerkrümeln, die Streusel, die ja sozusagen den Namen der Speise geben. Und vor allen Dingen auch die Würze. Jetzt habe ich meine Hände schon so bebuttert, dass ich die Gewürze nicht rantun kann. Wenn du so lieb bist, brauchst du mich als Hilfe. Ich bitte dich darum. Und zwar brauche ich ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanillezucker und ein bisschen, Sie werden es nicht glauben, aber ein bisschen Chili-Pulver. Ja, das wäre ja verwunderlich, wenn nicht. So.
Wie viele Messerspitzen willst du? So, zwei Zimt reicht mir. Ja. Und Chili bitte auch so. Naja, also Chili nehmen wir ein bisschen weniger. Ja. Was haben wir hier, Herr Mafatali? Es ist nämlich so, dass die Butter das Chili-Pulver mildert, aber die geben dann den Äpfeln einen so wunderbaren kleinen Kick, dass sie nachher feststellen werden, das hat sich gelohnt. Und jetzt ruhig noch ein bisschen Vanille, das passt ja immer. Ja, das können wir ein bisschen großzügiger sein. Ja, und die Butter darf nicht zu weich sein, damit sie überhaupt in Krümeln bleibt und nicht zermust wird. Ja, so ist gut. Und jetzt hast du ja die Äpfel schon mal verteilt in die feuerfeste Form. Dann nehmen Sie einfach eine kleine flache Auflaufform oder so eine Pie-Form. Wissen Sie, die runde Form mit dem Wellenrand, die ist dafür auch gut geeignet. Und dann werden jetzt die Streusel darüber zerpflückt. Und den Ofen haben wir schon vorgeheizt. Auf 200 Grad Heißluft beziehungsweise 220 Grad Ober- und Unterhitze, wenn Sie die nehmen. Und wenn Sie können, dann schalten Sie in dem Fall auch ein bisschen die Oberhitze verstärkt dazu. Und das wird ja schmelzen zunächst, wird ein bisschen zwischen den Äpfeln runtersinken und zum Schluss wird es eben eine schöne, knusprige Haube sein. So. Haben wir da Kräuter? Nee. Ja, man könnte ein bisschen, also, man hätte, aber das hätte ich natürlich, sowas, in, aber haben wir, jetzt nicht, wir hätten ne? Minze reinbasteln können, aber das hätte man natürlich in die Streusel reinnehmen müssen. Wenn man die jetzt oben drüber macht, dann verbrennen sie uns. Ja. So, dann kriege ich jetzt von dir den Ofen geöffnet. 20 Minuten, 25 Minuten höchstens. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Unser Gratin, beziehungsweise unser Streusel, ist ja nichts anderes als ein Gratin. Und ich finde ihn wunderbar, appetitlich. Und es war jetzt wirklich gar keine Mühe. Und schnell ist es auch gegangen. Also, das würde ich so zu Tisch bringen. Ich lasse das mal gerade, da steht es besser drauf. Die Topflappen in der Nähe. Und dann sticht man einfach raus. Und Sie sehen, es brodelt. Und es sieht einfach toll aus. Und die Äpfel unten drunter, die sind gar. Die Streusel sind appetitlich gebräunt. Und der Moritz hat auch noch eine Schlagsahne geschlagen. Und zwar wie gewünscht halbsteif, nicht so ganz fest. Ja, nicht so eine dicke, feste Wolke wie aus dem Ding. Und das machst du jetzt dahin. Und diese kalte Sahne zu dem heißen Apfel- und Streuselgratin, das ist ein großes Vergnügen. Und die Sahne eben nicht gesüßt. Der Apfel und diese Streusel sind süß genug. Und dann gibt es dazu einen Apfelsaft. Und damit der nicht ganz so normal aussieht und auch nicht ganz so normal schmeckt, nehmen wir einfach ein paar Minzeblätter rein. Die kriegt man ja jetzt eigentlich überall im Kräuterregal. Gott sei Dank gibt es ja inzwischen Kräuterregale, die ein bisschen großzügiger bestückt sind, als man das früher hatte. Und die Minze passt nämlich wirklich auch sehr zu den Äpfeln. Ja. Ein schönes Dessert. Mhm, aber wir sind jetzt noch nicht am Ende der Sendung. Nee, wir machen ja noch unsere Zizis. Und zum Schluss machen wir noch Zizis. Ja, und da ist was ganz Schnelles und kostet auch nicht viel. Zizis, habe ich nämlich gelernt, sind Kölner Bratwürste. Und das leitet sich ab von Sussis. Das überzeugt, ne? Das sind die Sussis, das sind die kleinen Bratwürstchen. Also dafür nehmen wir jetzt Bratwürste. Die werden in die Pfanne gelegt und sollen erstmal rundherum schöne Bräunung zeigen. Jetzt ist natürlich die Frage, was für Bratwürste nimmt man? Man kann alle nehmen. Da es aber ein Kölner Rezept ist, sollte man eigentlich Kölsche haben. Die sind klein und dick und kurz. Ja, und roh und so. Ja, also roh ist in jedem Fall gut. Aber es geht mit allen. Es geht mit allen Bratwürsten. Man könnte sogar Nürnberger Rostbratwürstchen nehmen. Das ginge noch ja schneller. Unbedingt auf den Rost. Das ginge noch schneller. Jedenfalls werden sie erstmal gebraten. Von allen Seiten, bis sie schön rundherum Farbe haben. Dann kommt. Was noch? Du willst sie einritzen? Ja, da, weißt du, dann gehen die ein bisschen auf. Ah ja, das sieht hübsch aus. Gut. Jetzt fängt es schon ganz schön an zu spritzen. Ja. Siehst du, ich drehe es schon mal um. Das sieht hübsch aus, genau. Aber ist noch nicht richtig kross. Aber so ist ja schon mal ganz schön. Jetzt gehe ich aber mit der Hitze ein bisschen runter, weil Bräune ist ja schon ganz schön da. Denn nun kommt etwas hinzu, das sind die kleinen gewürfelten Zwiebeln. Die sollen natürlich nicht verbrennen, sondern sollen langsam gar werden. Okay.
So, die Zwiebeln kriegen auch schon ein bisschen Farbe, sollen aber auf keinen Fall richtig bräunen. Wenn die jetzt den richtigen Garzustand haben, dann kommt nämlich das Sauerkraut hinzu. Wenn man das zu früh hinzugibt, dann bleiben die Zwiebeln hart. Und das wäre ja schade drum. Also die müssen wir jetzt erst weich kriegen. Was wir schon hinzufügen können, was nachher das Sauerkraut würzen soll, sind die Wacholderbeeren. Die lege ich mir nämlich jetzt hier aufs Brett und gebe mir mal den Schlesinger. Ich mache dir das gleich. Genau, und dann haut man beherzt drauf. Und dann legen wir das hier auch schon mal zu den Zwiebeln in die Pfanne. Und die würzen jetzt die Zwiebeln und nachher auch das Sauerkraut. Und was, die ein bisschen. Ah, du nimmst noch einen Kümmel. Aber unbedingt, weil Kümmel ist ja zum Sauerkraut. Und das tun die Kölner sicherlich nicht. Ich nehme noch eine schöne scharfe Chilischote. Und die sammeln wir ja sowieso nachher raus. Diese Schärfe, die sollen nur ihr Aroma und ein bisschen Schärfe abgeben. Und die Lorbeerblätter, die wir dazugeben, die ja eigentlich jedes Sauerkraut braucht, die werden wir auch raussuchen. Die isst man ja nicht mit. Die Wacholderbeeren hingegen, auch die beiß ich sehr gerne. Ja, das liebe ich auch sehr. Und jetzt zerpflücken wir ein bisschen Sauerkraut und geben das auch dazu. Und nun gießen wir an mit einer Flüssigkeit. Und was empfiehlt sich da? Das könnte ein Wein sein. Dann wird es ein Weinsauerkraut. Und Köln war ja mal, das weiß kaum jemand, die Stadt des Weines in Deutschland. Aus zweierlei Gründen. Erstens mal, weil über Köln der ganze Wein, der aus dem Rheingebiet kam, also vom Elsass, aus Baden, aus der Pfalz, aus Hessen, selbst aus Franken, der wurde in Köln umgeschlagen. Von den kleinen Schiffen, mit denen er angeliefert wurde, in die größeren, mit denen er weiter nach Rotterdam transportiert wurde und da dann in die Welt verschifft wurde. Außerdem war vor 500 Jahren Köln eine Weinbaugemeinde. So, jetzt angießen mit nicht mit Wein. Mit Bier, ich sehe es gerade. Das wird ein Biersauerkraut oder ein Kölsch-Sauerkraut. So, und das lassen wir jetzt richtig, einmal. Warte, richtig, kein Pilz bitte nehmen, das Pilz macht es zu bitter. Es muss ein mildes Bier sein. Also Kölsch zum Beispiel. Ja. So, dann lassen wir das ein bisschen verkochen und legen aber dann einen Deckel auf, damit auch die Würste jetzt noch mal richtig schön durchziehen können. Deckel. Und na, ist ein bisschen groß, macht aber nichts. 5 Minuten, dann ist alles fertig. Schnelle Küche. Zizis. Und schon kann man servieren. Ich finde, ein bisschen Grünzeug tut ja immer gut. Deswegen habe ich hier ein paar Sellerieblättchen schon mal abgezupft. Und die werden nur ganz grob geschnitten und geben auf dem Teller noch mal ein bisschen schöne Farbe. So, einfach hier oben drauf. Und dann können wir nämlich servieren. So eine Bratwurst auf dem Teller. Und dann kommt das auf jeden Fall natürlich die, ihr haltet es mal hin, die Lorbeerblätter, die kann man höchstens als Deko noch drauf lassen, aber eigentlich gehört es nicht dazu. So. Auf jeden Fall braucht man noch einen Senf, das ist klar. Also ich brauche auf jeden Fall einen Senf. Und zu trinken einfach das Bier, mit dem aufgefüllt nicht wurde. Nicht mehr schön ein neues Gläschen. Ich krieg aber einen Wein, bitte. Du kriegst einen Wein. Weil ich mag kein Bier. Ja, gut. Das war's jetzt aber wirklich mit den Zizis. Jetzt wissen Sie, was das ist und woher es kommt. Von Saucisson, von der früheren französischen Besetzung. Bis dann also. Tschüss.
the instructions are fortified. Well done, my beauties. Radiant are strong. Mike!
Radiant structures are fortified. Dire's middle tower has fallen. The next label play.